So, hallo Leute, auf vielfachen Wunsch zeige ich euch heute, wie man eine Gitarre stimmt. Wer seine Gitarre einfach nur so jetzt im Augenblick stimmen will, der kann das gerade nach meiner Gitarre. Ich spiele die einzelnen Töne mal vor und dann könnt ihr eure Gitarre danach stimmen. Also ich fange an mit der sechsten E-Saite, die oberste dunkelste Saite, das ist die E-Saite. So, danach kommt die A-Saite, das ist die fünfte Saite. So, danach kommt die D-Saite, das ist die vierte Saite. So, und danach kommt die dritte Saite, das wäre die G-Saite. So, als nächstes wäre dann die zweite Saite dran, das ist die im Deutschen H-Saite oder im Amerikanisch-Englischen die B-Saite. Und als letztes dann die erste E-Saite. So, und im Übrigen wird das gemacht mit einer solchen Stimmgabel. Man schlägt die an, hält die auf einen Resonanzkörper und man hört den Ton A. Und diesen Ton A übertragt ihr dann bitte auf die fünfte A-Saite. Könnt ihr das vielleicht hören? Die stimmt also schon. Und wenn ich diesen Ton A, diese fünfte Saite A, gestimmt habe, dann ist es eine Kleinigkeit, die anderen Saiten auch zu stimmen. Und zwar gehe ich dann in den 1, 2, 3, 4, 5. Bund, drücke im 5. Bund die A-Saite und erhalte dann die D-Saite. Nach dieser gedrückten A-Saite stimme ich dann meine D-Saite, das ist die vierte. Und wenn die stimmt, dann drücke ich diese D-Saite auch im 5. Bund und erhalte dann die nächst darunterliegende, das wäre dann die, genau, die G-Saite. Gut, die G-Saite ist jetzt auch gestimmt. Um die B- oder H-Saite zu stimmen, muss ich jetzt allerdings bei der G-Saite in den 4. Bund gehen und drücke die G-Saite im 4. Bund und erhalte dann die B- oder H-Saite. So, und um die letzte, die hohe E-Saite zu stimmen, gehe ich wieder in den 5. Bund und drücke hier die H- oder B-Saite. So, und wenn dieselbe gestimmt ist, dann versuche ich nochmal die E-Saite in den Gleichklang mit die hier zu bringen, die tiefe E-Saite, die sechste. Muss ich die so weit drehen, dass die auch ungefähr das A stimmt. So, herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Stimmung eurer Gitarre. Tschüss!